So, und willkommen zurück. Und ja, ich würde sagen, eigentlich, dass wir eigentlich auch erstmal genug gesammelt haben. Von da hinten, glaube ich. Dass ich anfangen könnte, obwohl hier ist ja auch noch Gerbereistation benötigt. Hier haben wir noch was, südliche Karawane. Aber das ist schon im Canyon-Bereich. Das haben wir ja markiert. Das ist ja oben irgendwo. Den haben wir gesammelt. Hier ist zwar noch ein Fleck. Hier ist noch so viel wahrscheinlich, was ich noch erkunden muss. Und dann hier noch die Bitte des Schmieds. Schrein der Flamme. Noch ein Schrein der Flamme. Was haben wir da? Ein schwarzer Kessel für den Alchemisten. Obeliskenforschung. Noch ein Schrein der Flamme. Hier noch ein Fragezeichen. Hier haben wir jetzt nichts, obwohl da irgendwie angezeigt wird, als hätten wir was. Aber ich würde vielleicht mal anfangen, hier mit dem Bauen, was wir sehr lange nicht gemacht haben. Oder eigentlich hier während der Aufnahme noch gar nicht. Würde ich erstmal die Dinger hier wegmachen wollen. So, kann ich das irgendwie wegmachen da? Ich würde vielleicht das hier erstmal. Den Schutt. Bekomme ich auch Schutt dafür? Ich weiß es nicht. So, komm. Hier will ich. Ja, hier. So, und so. Erstmal weg damit. Ich würde vielleicht die Hütte als allererstes reparieren wollen oder so. Komm, ich will das. Das Bausystem ist aber auch echt ein bisschen tricky. Vor allem mit Controller. Müsste ich vielleicht auch mit der Maus spielen? So, einen Moment. Gleich haben wir den Haufen hier weg. Hoffe ich zumindest. Dann versuche ich das mal gleich auch noch ein bisschen mit. Da war's. So. Vielleicht mit der Hake dann. Ja, können wir ein bisschen begrünigen, aber. Mehr auch nicht. Na, da war es ganz kurz. So. Da war es auch gerade auch ganz kurz. Da. So ein Millimeter. Aber dieses Pixel genau. So, von welchem Winkel muss man das treffen jetzt? Oder muss ich das so machen? Ich guck mal, gibt es hier noch mehr Schutz, das so rumliegt? Vielleicht mache ich auch den Schutt da erstmal so weg.
So, weg damit. Steine haben wir auch noch eingesammelt. So, ich würde aber eigentlich die Haustür hier vorne irgendwo machen wollen, von dem Gebäude. So, und so. Hier vielleicht so einen Schotterweg erstmal irgendwie machen. Und dann hier. Nein, das ist das Falsche. Nein, das ist das Falsche. Ich will den hier haben. Und dann damit hier. Kann ich das doch irgendwie kleiner machen? Okay, so wird es gehen, finde ich. Hätten wir hier einen direkten Weg dahin. So, wo haben wir unsere Baublöcke? Hier sind sie. So, was haben wir hier? Grober Steinblock. Grob geschnittener Steinblock. Stadtmauerblock. Ich würde die hier erstmal nehmen. Hier auch. Und für das hier muss ich erstmal wissen, was ist das? Fädelter Holzblock. Okay, hier haben wir fädelten Holzblock. Was braucht... Ne, warte, das haben wir direkt da vorne. Da haben wir die Bank. Was brauchen wir für einen veredelten Holzblock? Holzbretter und Holzscheite. Wir haben keine Holzscheite mehr, ne? Super, wir haben keine Holzscheite mehr. So, ich guck mal, wie viele ich jetzt herstellen kann davon. Okay, zumindest 300. Können wir anfangen, das hier zu reparieren. Würde ich sagen. So, dann hier auch noch mal. Denn ich will schon hier bleiben, also hier anfangen, eine richtige Stadt draus zu machen. Hier mache ich jetzt erstmal einen Block nach dem anderen. Hier fehlt noch ein Block. Und dann da vorne.
So, und dann hier kommen dann die Dinger, glaube ich. Da fehlt da irgendwie ein Block oder so. Okay, so komme ich nicht mehr hoch. Habe ich da noch eine Treppe gehabt, eine Leiter? Ja, hatte ich. Okay, hier hatte ich zumindest noch sowas. Ah, okay, hier ist auch ein veredelter Holzblock gewesen. Okay. Jetzt ist es hier wieder zusammen. Okay, warte mal. Wegen den Dächern. Ich will das schon genauso haben wie da. So, welches war denn das? Geteerter Dach? Was ist denn das für ein Dachart? Geteerter Dachziegelblock. Können wir die herstellen? Das sind die Dinger. Okay. Teer und Holzscheite. Okay, wie machen wir Teer? War das hier? Teer, Holzscheite und Erde. Pack ich die mal hier hin? Ach ne, hier ist nur Metallplatten. Die brauchen wir ja nicht mehr. Aber hier kann ich die Dinger schon mal hin tun. Und das Kupfer sowie den Zinn schon mal da rein. Zinn war hier. Machen wir das schon mal. Hier. Nein, Kupfererz reicht nicht. Wie sieht es mit Zinn aus? Zinn reicht auch nicht. Und da brauchen wir noch Holzsäure für. Geht schon gut los. Okay, warte mal. Bei ihm können wir aber eine Spitzhacke, eine bessere machen. So, eine Bronzeaxt. Dafür Leinen, Bronzebarren und Miasmaholz. Spitzhacken. 8 Bronzebarren. Wie viele Bronzebarren haben wir? 3. Er geht sehr gut los. So, ich wollte nach da oben. Ich wollte das Ding weitermachen. So, jetzt ist nur die Frage. Ah, okay, es hört hier hinten auf. Dann den hier weg. Dann muss das hier, glaube ich, hier hin, oder? Ich glaube schon.
glaube schon, dass es das hier ist. Jetzt stehe ich im Weg. Super. Moment mal. Ich glaube, den hier habe ich falsch gemacht. Kann das sein, dass ich die... Oder brauche ich... Ich glaube, ich verstehe hier was nicht. Aber wir können hier zumindest schon mal das so vervollständigen. Ich glaube schon, dass das richtig ist, was ich hier mache, oder? Zumindest hoffe ich. Ich hoffe es. Ah, okay, ich sehe schon was. Wie weit es da hinten geht. Was ist das? Ah, okay. Ich verstehe es. Ich verstehe das. Ich brauche diese geteerten Dinger. Okay. So, dann gehe ich aber hier mal rein und fange an, hier auch ein bisschen umzubauen. Was ist das denn für eins? Grob geschnittener Steinblock. Ah, die Dinger brauche ich. Okay. Für diesen Baustil... So, wo waren die Baumaterialien? Also nicht die Dinger statt Mauerblöcke, sondern den grober Steinblock. Noch ein grober Stein? Wieso habe ich so viele von denen? Den hier brauche ich. So, und ich pack mal die Dinger wieder da. Verdammt. Das war jetzt ein Versehen. So, hier sind Steine. Packen wir das hier rein. Obwohl, die haben wir woanders, glaube ich, oder? Das ist Schrott. Die haben wir woanders. Das ist nur die Frage, wo haben wir das? Wirklich, muss ich jetzt suchen, ey. Haben wir die hier? Ja, hier hatten wir die. Gut, dann fangen wir an, das da jetzt auch nochmal zu reparieren. Zumindest soweit es geht. Wir könnten auch... Ne, wir fangen hier mit der Haustür an. Also mit der vorderen Tür. So, die soll...
hier hinkommen. So, das heißt, der hier muss weg. Und der hier. Wie viele Blöcke sind das hier? 1, 2, 3, 4. Also 1, 2, 3, 4. Also einmal nochmal kontrollieren, wie groß sind die? 1, 2, 3, 4, 5. Wie hoch ist es hier? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, perfekt. Dann machen wir hier aber dafür zu. So, den wollten wir. Guck, geschnitten Steinblock. So. Ich würde den Boden auch ändern wollen. So, wie werden wir das hier eigentlich los? Die Kerze. Die können wir komischerweise nicht abbauen. Warum auch immer. So, was ist das für ein Holz? Fachwerk. Ah, okay. Hier ist alles dieses Fachwerk. Nein. Okay, das ist alles. Okay, da oben die Höhe passt. So. Das hier weg. Das falsch anvisiert. Ach komm schon. Nicht. Natürlich muss es jetzt auch wieder dunkel werden. So, nochmal hier und hier und hier. Hier stimmt was nicht. Mit der Ecke. War hier mein Bett? Ja. Wird es hell? Ja. Und natürlich sehen wir wieder nichts. Das hier einmal hier abbauen. Nein, das war das Falsche. Verschwinden dann die Steine dort? Die da fliegen? Das sieht nämlich schon sehr ramponiert aus, aber okay, das bleibt so ramponiert. Hat das einen bestimmten Grund, warum es so bleibt? So. Jetzt mal gucken. 1, 2, 3, 4. Dann bauen wir hier nochmal ein. Machen den hier einmal so weg. Hier soll dann eine Tür kommen.
So, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Und ab hier kommt dann der Übergang. Ich habe aber auch die Befürchtung, dass man eventuell hier das Ding komplett von neu bauen muss. Obwohl das mit diesen Dings hier. Jetzt habe ich vergessen, wie die hier heißen, die hier an der Wand hängen. Pflanzen. Das finde ich auch richtig schön. Das will ich eigentlich beibehalten. So. So, das wird dann die Tür. Hier muss ich dann... Hier drauf, glaube ich, erstmal wechseln, ne? Warte mal. Ne, okay, ist dasselbe. Okay. Der grob geschnittene. Bis dahin, glaube ich, ist das. Jetzt habe ich das Falsche gedrückt. Oder? Liege ich richtig oder liege ich falsch? Der muss aber einmal weg. Also das muss auf jeden Fall repariert werden, damit hier wieder eine ordentliche ordentlicher Balkon ist. So. Ah ja, okay, die Höhe war schon passend. Hätte ich mich einfach daran orientieren sollen, ne? Ich hoffe, die Blöcke reichen, die ich habe. Also muss ich gleich irgendwie eine neue irgendwie herstellen. Ich habe nicht genug gesammelt. Ah, da fehlt noch. So. Bisschen. Da hat sie schon verbunden, immerhin. Also, den muss ich wegmachen und den muss ich noch wegmachen. Ey, das ist. Das sieht aber auch nicht schlecht aus. Sieht wie so eine Bordüre aus. Ich glaube, das muss ich beibehalten auf jeden Fall. Na, wird da gleich ein Spaß sein, die Dinger nochmal hier nachherzustellen und zu gucken, was ich dafür brauche. Stein und wahrscheinlich noch irgendwas anderes. Wir haben, glaube ich, nur um die 40 Steine. Also ich fange mal an, die unterste Schicht hier auszufüllen. Den Rest können wir ja von oben machen.
So, und hier nochmal. Sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen eher still bin. Also ich versuche irgendwie gezwungenermaßen hier irgendwie Stille zu füllen. Aber ich bin auch voll konzentriert jetzt gerade. Ah, die Steine werden definitiv nicht reichen. Aber ich glaube, dafür werden wir wahrscheinlich nur 200 brauchen noch. Um hier den Bereich abzudecken. Okay, was brauchen wir für den grob geschnittenen Steinblock? Um nochmal welchen nachzustellen. Gebrannter Ziegelblock wäre auch eigentlich nicht schlecht. Hier brauchen wir nur Lehmklumpen und Holzscheite. Myzelbewachsener Block. Sieht auch nicht schlecht aus. Veredelter Steinblock. Kalkstein brauchen wir dafür. Okay. So, Stein und Schutt. Schutt haben wir. Okay, gucken wir mal. Schutt war, glaube ich, hier. Nein. Hier. 200 Schutt. Und Stein war hier. Okay, 48 haben wir. Mal gucken. Also sogar fast 50. Wie viel wir jetzt davon noch kriegen? So. 1, 2, 3, 4. Die machen wir nicht. So, packen wir den Schutt wieder zurück. Und den Stein hier auch nochmal zurück. So. Haben wir. So, dann können wir jetzt hoch und von oben nochmal. Komm, ich will da hoch. Können wir den kompletten Bereich hier abdecken, beziehungsweise das machen wir mal weg. Weil das schon ein bisschen hier stört. So.
Warte mal, jetzt können wir die hier machen. Die größeren Blöcke. Ich habe so ein Gefühl, das wird auch wieder nicht reichen. Ich habe mich auf jeden Fall schon mal gut verkalkuliert, als ich gesagt hatte, 200 werden wir dafür brauchen. Wir haben gleich nicht einmal die 400, die wir gemacht haben, reichen. Die haben auch nicht mal gereicht. So, Steine haben gefehlt für die Dinger. Stein. Würde ich mal so machen, ja. Alles, was in unserem Baugebiet ist, an solchen losen Steinen, können wir auch direkt abbauen, ohne die Spitzhacke zu schwingen. So, gibt es hier noch mehr? Ich würde aber auch gerne wissen, was das für ein Baumaterial ist. Kann ich den hier noch mitnehmen oder? Nee, den muss ich so. Dann bauen wir die so ab. Hi, Hel. Ja, heute wird gebaut. Wir waren auch schon am Erkunden. Und, eine Sache, und dann würde ich das auch eigentlich das Thema beenden wollen. Wegen gestern wirklich, das tut mir echt leid, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, wie ich das gelesen habe, so. Dass ich das was falsch gesagt hat oder so. Es tut mir wirklich leid, das war echt nicht böse gemeint. So einfach. Ich habe halt Mist gebaut, ich habe es verbockt. So. Und dann wollte ich das auch einfach von meiner Seite beendet haben, das Thema. Aber das lag mir noch am Herzen, das einmal gesagt zu haben. So, sorry, ich habe es richtig verbockt. So. Ah ja, und damit du auch Bescheid weißt, heute streamen, weil morgen fällt das von meiner Seite. Ah, okay. Auch von deiner Seite. Okay, ich wusste jetzt nicht. Diese eine Sache lag mir noch irgendwie aber am Herzen, das Ding noch zu erwähnen. So. Aber ich bin morgen nicht live. Also morgen fällt aus von meiner Seite. Deswegen bin ich auch heute live. Weil. Ja, sagen wir mal so, ich habe, Nicole hat das auch schon geschrieben gehabt, ich habe Montag wieder eine Beerdigung mitzumachen, leider. Und deswegen, morgen wollte ich den Tag für mich haben. Und ja, deswegen heute auch ein bisschen so entspannt. So einfach mal bauen, hier, den brauche ich, ja, den Schutt habe ich jetzt wieder vergessen. Aber ich wünsche dir dann noch viel Spaß im Lurk. Ich baue jetzt, ich will das Ding jetzt endlich repariert haben. Leider kam ich nicht dazu zu sammeln und die Kisten hier auszusortieren. Also ein bisschen habe ich versucht zu sammeln, aber das war es dann auch. So.
Jetzt können wir wieder welche machen. Ganz ehrlich, die letzten 5 Jahre, sagen wir mal so, passiert irgendwie gefühlt jedes Jahr was Beschissenes, kann man sagen. Und ist auch mitunter einer der Gründe, warum ich Ende des Monats in Therapie gehe, weil ich tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr weiß, damit umzugehen. So, ich... Das ist, ich fühle mich auch, ganz ehrlich, ich fühle mich die letzten Jahre, als würde ich in irgendwie so einem Film leben, was ich eigentlich einfach gar nicht haben will. Aber, naja. Was soll man machen, ne? Ja, ich habe zum Glück einen Platz bekommen. Auch nur, das ging so schnell. Nur weil ich irgendwie Kontakte hatte, die dann auch wiederum Kontakt hatte, die dort in Münster dann quasi hier Leute stationär behandeln. Dann bin ich 2 Wochen weg. Vielleicht noch mit Handy da irgendwie. Kann ich bei dir noch ein bisschen ärgern, nerven. Bei Freddy, bei Broken Kami und so. Aber naja. So. Deswegen heute mal gucken, wie lange ich mache. Eigentlich wollte ich bis 22 Uhr, aber irgendwie ich habe voll Bock weiterzumachen. Ja, das glaube ich. Therapie ist anstrengend, aber... Irgendwie, keine Ahnung. So, ich sag aber auch so, ich werde in der Zeit, wo ich dann Therapie mache, bei dir wahrscheinlich, wenn ich dann vom Handy aus zuschaue oder so, ja, glaube ich, mehr ärgern oder sowas, bisschen einfach nur quatschen zum Ablenken. Ich glaube, in der Zeit werde ich dann eher wenig als Mod arbeiten, sage ich jetzt mal. Und einfach nur irgendwie zum Ausklinken nutzen. Und dann danach mal gucken, wie es danach dann weitergeht. Du hast ein Trash Game gefunden. Da bin ich mal gespannt. So. Ich wollte ja auch eigentlich mit Tomb Raider anfangen, so im Stream auch nochmal zu machen. So, und auch selber erst einmal gucken, in welcher Reihenfolge es am meisten Sinn macht, das zu spielen. So. Du hattest die alten Tomb Raider-Teile eigentlich über die PS2 gespielt, kann das sein? Das war über die PS2, oder? Sorry, ich halte dich eigentlich vom Lurk ab. Ich quatsch dich jetzt voll hier mit Fragen, obwohl du eigentlich im Lurk bist. Und eigentlich hier eher... Hier, keine Ahnung, vielleicht musst du Videos schneiden oder so. Oder irgendwie für Uni noch was machen. Genau, die mittleren Teile. So, jede Wette, ich habe kein Leben... um das jetzt fertig zu machen. Die ganz alten Teile stehen noch auf der Liste, okay. So, ich hoffe, ich habe aber Lehm. Kein Lehm.
Bitte, ich hab. Bitte lass mich Lehm haben. Irgendwo. Eine Frage, so. Hattest du gewusst, dass du hier bei ihm Miasma-Seelen herstellen kannst? Für 10 Miasma-Sporen und 10 Flüssigkeit? Miasma-Flüssigkeit? Ich habe das erst vor kurzem rausgefunden, dass das geht und weiß jetzt nicht, war das von Anfang an möglich oder erst irgendwie jetzt? Du wusstest das. Ich nicht, ich habe das erst vor kurzem erfahren, rausgefunden, dass das bei dem möglich ist. Und ich war immer so doof und bin zu diesen Monstern hingegangen, um Miasma-Seelen zu sammeln. Ah, die PC-Version ist das mit diesen Bugs. Okay, von Tomb Raider. Ja, super, ich habe alle Teile über PC, über Steam. So. Warte, habe ich jetzt eigentlich Lehm gefunden? War hier Lehm? Ich hatte Lehm gesucht, ne? Ist das Lehm oder Bernstein? Bernstein, verdammt. So, aber ich lasse dich jetzt wirklich allein im Lurk, so in Ruhe. Ich werde jetzt nicht mehr so viele Fragen stellen. Nur 20 Seiten. Oh, okay, dann fühle ich auf jeden Fall gedrückt. Viel Erfolg dabei. Und boah, mein Beileid, dass du so viel machen musst. So, hier haben wir zumindest Holzscheite. Ein paar. Ich muss jetzt aber Lehm suchen. Aber warte mal. Wir haben hier doch Lehm. Ist aber in meinem Baugebiet. Das heißt, das spawnt nicht nach, wenn ich das abbaue. Da haben wir Lehm, das nicht in meinem Baugebiet ist. Das heißt, das wird nachspawnen. Vorausgesetzt, ich komme da hoch. Kriegen wir auch noch Steine. Das ist schon mal gut. Jo, hier ist ja richtig viel Lehm. So, einmal hinsetzen. Kriegen wir wieder Energie. Also, okay, hier geht's schon raus. So, einmal in unseren Peppers reingucken. Hä? Leuchtet? Ach so. Ich wollte schon sagen, was leuchtet da? Hinsetzen. Ich finde schade, dass wir eigentlich die Augenfarbe nicht ändern konnten.
Ich hätte eigentlich gerne so graublaue Augen gemacht, so wie bei mir. Wie viel haben wir jetzt? 134 Linken. Okay, das ist... Wie viel aber mehr? Zur Not, zur Vorsicht. Und dann will ich eigentlich verschiedene Baustile hier machen. Mit den... Für die ganzen Leute hier. Okay, da komme ich jetzt von hier nicht so ran. Irgendwie ein Ziegelhaus. Ich würde sagen, das Ziegelhaus will, glaube ich, eher zum Schreiner passen. Dann irgendwie so eine Holzhütte für die Jägerin, die ein bisschen weiter außerhalb ist. Hier oben, ja. Obwohl, das könnte eigentlich schon reichen erstmal. Wenn wir die Fachwerkhäuser auch nochmal machen können. Jetzt brauchen wir nur noch Holz. Ist jetzt nur die Frage, gibt es für die Dinger... Ich will den eigentlich nicht abbauen. Die sehen... Ich will die hier nicht abbauen. Ich will die nicht... Ich will die hier behalten. Da ist schon die Grenze. Okay, da vorne können wir abbauen. Sind das jetzt normale Holzscheiter, die wir hier kriegen, oder? Ne, hier ist Hartholz. Warte mal, können wir aus Hartholz normale Holzscheiter machen? Es wird schon wieder dunkel. Dann gehen wir erst einmal hier rein. Nein, nicht abbauen, ich will hier schlafen. Kann man auch schön sehen hier im Dunkeln. Oder kann man hier irgendwo einzelne Rezepte sehen? Kann ich die Holzscheite einfach so irgendwie herstellen? Hier Fachwerk. Da fehlen uns ganz normale Holzscheite. Wir brauchen gerade sehr viel Holz eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Alter, der hat mich jetzt erschrocken. Warte mal. Holzscheiter kriegen wir doch hier hinten irgendwo. Wo war denn das? Genau, bei den Hochweiden. Hier war das sehr viel, meine ich.
hier direkt im Startgebiet gab's. Achso, wir landen direkt. Ah, okay. Stimmt, ich habe hier die alte Hütte abgerissen. Die ist ja nicht mehr hier. Und hier ist ja auch wieder alles zu dem zurückgegangen, was es vorher war. Aber hier von den Dingern kriegen wir ja normale Holzscheite. Ich nehme mal so viel mit, wie viel ich kriegen kann. Oder bis die Axt hinüber ist. Bei der Menge, die wir brauchen. Komm, Pilze nehmen wir auch mit. Eine Spitzhacke, Axt und Dings müssen wir auch noch verbessern. Brauchen wir ja auch schon Kupfer- oder Bronze-Dinger. Obwohl, warte mal. Nein. Also, okay, alles, was mit der Hütte zu tun hatte, die wir hier hatten, ist wirklich komplett weg. Ist wieder alles normalisiert. Stein nehmen wir auch mal mit. Dann haben wir wieder welches. Ist das auch eigentlich gut, dann können wir wieder Pfeile herstellen. Weil die sind uns ja auch schon mittlerweile ausgegangen. So, wie sieht es hiermit aus? Werden wir gleich angegriffen? Sind da wieder die Leute? Ja. Na komm her. Haben wir eigentlich schon. 207. Und jeder wird niemals reichen. Hier nochmal.
Achso, ich habe erst einen gesammelt. Ich wollte schon sagen, was war das denn für... Was war hier? Glühwürmchen. Hi, Paschi. Oder Pascal. Und wie ist er denn in Bayern, in München? Bist du heile angekommen? Also, Pascal, ich und Nief haben da so eine Theorie, dass da eine ganz bestimmte Frage, die sie und ich auf Telonym bekommen haben, von dir sein könnte. Weil sie und ich exakt dieselbe Frage bekommen haben. Hatten wir gestern noch ein bisschen gequatscht, so, gestern, ich glaube, 2 Uhr nachts oder so war das. So, das war's, die Axt ist hinüber. Wie viel Holz haben wir jetzt? Ja, fast 500. Also 400, 459. Müsste fürs Erste reichen. So, die Dose ist leer. Muss ich jetzt gleich die nächste aufmachen. So, aber das müsste jetzt dann hoffentlich reichen. Warte, irgendwas wollten wir hier noch machen, glaube ich, oder? Ne, wir haben nicht genug Kupfererz. Wollten wir irgendwo hier nochmal... Hier, glaube ich, war das. Ne, Erde. Erde hat hier gefehlt. Hier nehmen wir das schon mal wieder mit. Wie sieht es hier aus? Ich glaube, das war's. Haben wir für hier irgendwie noch was? Also Fleisch ist ordentlich am Brutzen. Immerhin. So, aber jetzt erstmal hier. So, ein paar Fachwerkblöckchen machen. Und... Der hier, warte, der Schrott fehlt uns wieder. Aber warte, die haben wir jetzt erstmal gemacht. Dann können wir jetzt einfach weiterbauen. So, und hier unten auch nochmal dicht machen. Sehe ich gerade. Nur, dass du ihren Telonym-Namen nicht weißt, okay. Ja, aber sag mal ehrlich, die Frage, wenn du eine Sache opfern könntest, um den Weltfrieden zu sichern, welche wäre das und warum Palworld? Sei ehrlich, ist die von dir? Die Frage? Aber nur bei mir? Okay.
Bei Neve nicht. Okay, ist schon dann ein bisschen komisch, weil wirklich exakt gleich war es bei ihr ja auch. Oh, hier liegt auch wieder Schutt rum. Weg damit. Nein, komm, so. Und jetzt wieder schön gerade machen. Ach, hier ist auch wieder Schutt. Nee, Neve. Ich rede von Neve. Nicht von Neil. Sie ist gerade im Lurf. Und sie möchte auch gerne, glaube ich, eher in Ruhe gelassen werden gerade. Ja, warte mal. Hier muss... Nee. Muss das weiter runter? So. Hä? Muss das so? Was ist denn da unten? Okay, ich sehe schon. Obwohl das sieht hier viel, viel besser aus als so. Dann werde ich irgendwie anders machen. Vielleicht von unten sogar. Mal gucken. Jetzt will ich oben erstmal die Fachwerkblöcke benutzen. Und ich will auch mal schauen, dass ich das hier irgendwie auch repariert bekomme. Den Boden und den Stein hier weg, der da rumliegt. Und so gefällt mir das irgendwie nicht. Jetzt kommt's. Irgendwann gibt es noch hier verbesserte Fachwerkhäuser oder so. Oder verfeinerte Fachwerkblöcke. Ne, noch weiter nach oben geht's nicht. Okay. So, aber hier... Ist da was hinter? Wenn nein, dann würde ich das hier eigentlich eher so nutzen wollen, um hier auch dann noch mal eine Treppe nach oben zu machen. Was hinter? Warte mal, ich glaube, ich muss hier mal was anders machen. Glaube ich, baue hier gerade Mist.
Okay, Freddy, dann muss ich den Stream wohl eher beenden, damit du das eben nicht machen kannst, ne? Ohne Brille, ich kann wirklich kaum was sehen. Da kann ich nicht einmal. Ich hab euch sehr, sehr lieb. Wisst ihr das? So, einen Moment. Hier Timer. Ich setze die jetzt ab. Timer läuft. Ich hab euch sehr, sehr lieb. So. Ich kann den Chat jetzt nicht mehr lesen. Wenigstens kann ich noch sehen, was ich hier mache, aber. So, wenigstens erkenne ich die Farben. Einen Moment. Muss ich wahrscheinlich so machen. Bann Fredogmatic, Bann Heals Life und Bann. Ne, Paschi hat nichts gemacht. Paschi hat nichts gemacht. Der war jetzt lieb. Und so, ich würde dann hier aber so machen. Naja, ihr wisst schon, ich hab euch lieb. Ich würde euch nicht bannen. Ich wünschte, ich könnte lesen, was ihr da schreibt. Alter, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll, weil ich nicht weiß, was ihr da schreibt, wirklich. Also, ich würde gerne antworten. So, aber das muss noch komplett weg. Hier noch. Obwohl, warte. Da. Will ich das dabei behalten oder will ich das weg haben? Was ist das da oben für ein Holz? Das ist ein anderes Holz. Vom Dach. Die sieht aber ein bisschen schimmelig aus. Dann lieber so ein Holz da oben haben wollen, statt sowas. Müsste ich dann auch komplett abändern. Nein, das war das falsch. Dafür ist zwar dieses Zimmer jetzt etwas kleiner. Ne, eigentlich. Doch, es ist kleiner. Das war, ja, hier ging ja so eine Einbuchtung rein. Jetzt ist hier keiner. Aber dafür können wir hier dann eine
eine Holztreppe machen. Was haben wir eigentlich hier? Wofür ist das, dieser Abschnitt? Hier kann man dann... Warte mal. Nee, hier ist dann die Küche. Machen wir hier mit. Dann machen wir das ja einfach lieber zu. Dann hat das Ding hier keinen Keller. So, Zeit ist abgelaufen. Ich darf die Brille wieder anziehen. So. Sehr lustig. Noch einen Blur-Effekt für das Game verlangen. Und dann noch mich ohne Brille spielen lassen. Hm? Dankeschön. Ihr wollt mich richtig foltern, ne? Paschi, egal was du vorhast, wag es. So, was haben wir hier? Das kann eigentlich auch komplett weg. So. Oder warte mal. Muss ich einmal so machen. Dann verschwindet das auch. Du warst am Fahren und guckst hier rein. Nicht dein Ernst, Paschi. Ich dachte, du wärst da schon längst angekommen. Oder willst du zurückfahren? Bist du schon wieder auf der Heimfahrt? Ich hoffe für dich, dass du wieder auf der Heimfahrt bist. Nee, ich glaube hier nicht die Dinger. Vielleicht die? Ist damit besser aussehen? Ja, die würden eher mehr nach Treppenstufen aussehen. Ah, okay. Ja, sorry, ich hab's irgendwie seit ein paar Tagen mit ordentlich lesen. So, hier ist dann... Eigentlich sollte ich aufhören zu lesen, so wie ich aktuell irgendwie lese und nur mit dem Kopf halb dabei bin, sage ich jetzt mal. Und das trotz Brille. Du mich auch. So. Boah, wie gehen denn platziert jetzt? Nee, hier hin. So.
Alles klar, Paschi, dann sag Bescheid, sobald du angekommen bist. Und komm gut wieder zu Hause an. Und bau ja keinen Mist während der Fahrt. Zwischen 3 und 4 Uhr. Okay, ich hoffe, du kommst da wirklich gut zu Hause an. Und heile. Ich glaube, ich hätte da ein kleines Problem jetzt mit dem hier. Wohl hätte das vielleicht auch was, wenn... Wenn man hier zwar sowas hat, aber... dann quasi so eine Art Zaun oder sowas irgendwie davor setzt. Also so ein Geländer meine ich jetzt. Damit man nicht irgendwie aus Versehen in die Treppe hier so reinfällt und dann so, nein, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, so nach dem Motto. Was haben wir hier gemacht? Oder ich entferne die Dingens, die Fenster hier und belasse es dann beim Fackeln. Das ist jetzt die Frage, wie mache ich es hier? Die Seite ist um einen Block größer, breiter. Egal. Wir wollen hier zum Dachboden. Ich brauche wieder mehr Fachwerkhäuser, Blöcke. Oder wir machen aus dem Dachboden noch mehr Zimmer. Könnte man auch machen. Ich sehe nichts. Wir gehen. Nein, jetzt komme ich nicht mehr raus. Machen wir das weg. Das. Das. So. Ich glaube, ich gehe mal lieber einmal hier ins Bett. So, und dann würde ich auch noch mal kurzes Toilettenpäuschen machen und mir noch ein Energy holen. Dann wäre ich gleich...